Hey, ihr Lieben, schön seid ihr da. Heute gibt es einen kleinen Haul. Das heisst, so klein ist er eigentlich gar nicht, aber ich mache eine relativ kurze Geschichte daraus, weil ich ja, mein Sortiment einfach wieder ein bisschen aufgestockt habe. Das bedeutet, ich habe mir ganz viele Sachen gekauft, wo halt einfach so das typische Verbrauchsmaterial ist, Sachen, die man viel braucht, die schnell weggehen. Ja, wo ich von vielen Sachen einfach nicht mehr so das Passende hatte und das Gefühl hatte, ich muss mal wieder aufstocken. Ich werde aber gleich mit etwas anderem starten, und zwar möchte ich euch unser Magazin einfach ans Herz legen. Ich habe das, es ist schon einen Moment draußen, es ist vom April. Natürlich, weil ich von der Schweiz bin, wir bekommen es immer ein bisschen später, Daniela und ich, einfach vom Bestellungsturnus her. Aber es ist jetzt da, und grundsätzlich möchte ich euch es einfach ans Herz legen, weil ich finde, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte und es hat so viele schöne Anleitungen und Sachen drin. Beim aktuellen hier dreht sich im Moment alles um das Thema Basteln mit Kind. Also, wenn ihr Kind habt oder Inspiration braucht für Kinderbasteln, seid ihr hier genau richtig. Und das Thema ist immer 25 bis 30 Seiten lang, so um diesen Dreh herum, und ihr habt hier wirklich mega coole Sachen für mit Kind. Ist jetzt von mir spezifisch nichts dabei, aber ja, es hat natürlich auch schon wieder viele Anleitungen, viele Inspirationen, viele coole Inputs, Produkterklärungen, Techniken, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja, und es sind wirklich, ja, ich glaube eigentlich ziemlich immer über 100 Seiten, also hier wieder mal 104 Seiten, also es ist wirklich gefüllt voll mit coolen Sachen, und ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Ich habe es natürlich nicht gekauft, weil ich ja auch mitschreiben und Beiträge mache, darum habe ich es bekommen, aber ich wollte es hier auch gleich wieder mal sagen. Also kauft euch es unbedingt und schaut mal rein, es hat auch ganz viele andere Ausgaben noch. Ich glaube, die erste ist ausverkauft. Die allererste, die gibt es nicht mehr, aber ich glaube, sonst alle anderen gibt es noch. Ich mache noch hier weiter an dieser Stelle, was ich natürlich auch bekommen habe, ist die coole Schablone von Kreativbund, der Stencil. Der läuft scheinbar mega, mega gut. Ich freue mich, ich habe ihn jetzt endlich auch. Ja, wo ich glaube, so solches Zeug kann man nie genug haben, für cool hinter einem Stempelmotiv irgendeinen Hintergrund machen oder hier so einen Farbklecks, also, oder hier ein schönes Muster. Also so Sachen sind wirklich mega, mega gut wert, und darum finde ich es cool, hat jetzt Kreativbund auch selber so etwas. Und was bei mir mittlerweile auch angekommen ist, ja auch schon fast ein alter Hase, ist Pixels, die coole herzige Katze. Und das, was gerade neu ist, rausgekommen, ich freue mich sehr. Das herzige Uhuli hier im Tassli, sei es jetzt Kaffee oder Tee oder sonst etwas, finde ich auch wahnsinnig herzig. Also wirklich, schaut euch die Hausmarke wirklich mal an, da sind wunderbare Sachen am Entstehen. Ja, ich freue mich wirklich sehr, und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht auch mal Zeit finde, irgendetwas zu designen dafür. Das wäre ja so ein Träumchen von mir. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. So, das zur Bestellung, die ich eigentlich nicht habe bestellt, aber ja, überkommen als Designteammitglied, finde ich mega cool. Freue mich sehr, zu brauchen. Weiter habe ich mir noch zwei Silikonformen bestellt. Eines von Prima und eines von Redesign. Und zwar hier, endlich, Leute. Ich habe so darauf gewartet, auf die tollen Apothekerfläschchen. Ich habe die schon vor Ewigkeiten gesehen und habe sie durch Shit gefunden. Ich kann es nicht anders sagen. Aber sie waren nicht lieferbar gewesen, wirklich nie. Und ich habe so sonst nie einen gefunden. Und dachte, okay, dann warte ich einfach. Also im Endeffekt waren es die gewesen und Glühbirnen, die ich letztes Mal mir hab bestellt habe, die ich so geil gefunden habe. Und jetzt ist das endlich lieferbar gewesen, und jetzt habe ich gedacht, ich muss definitiv zugreifen. Und ja, ihr seht hier, also ihr bekommt hier ganz, ganz, ganz viele geile Fläschchen raus. Und für Mixed Media natürlich der Hit. Also auf das freue ich mich wahnsinnig, das zu brauchen. Das nächste, oh, das da hier. Man sieht hier, es ist ein riesen Geweih. Also im Endeffekt, ja, sieht man es hier. Was alles drin ist, es ist ein Geweih, und dann sind es primär Blumen und so ein bisschen Blätter, Zweigli. Also ziemlich floral das Ganze, aber der Hauptakteur ist natürlich schon das Geweih. Und ihr seht es hier unten. Das, was ich jetzt habe, ist der Teil da hier mit den Teilblumen. Es gibt noch also die Gegenseite quasi mit einem Geweih, das ein bisschen anders aussieht und noch ein bisschen andere Blumen hat. Ich habe mir jetzt noch nicht beide gekauft, aber ja, wahrscheinlich, also ich werde mir die Gegenseite sicher auch noch zulegen, weil wie cool ist es, wenn man irgendetwas mit so einem Hirschgeweih machen kann. Vor allem in dieser Grösse. Also es ist wirklich, wirklich gross. Ja, also auf das freue ich mich auch wahnsinnig fest. Ja, dann zu meinem Verbrauchsmaterial. Ich habe mir Blumen gekauft, wieder mal von Prima Marketing.
Ja, man muss es sagen. Sie, also was Blumen betrifft, sie sind wirklich die Besten. Da habe ich bis jetzt noch nichts Besseres gefunden. Das selber zu machen, ist mir definitiv zu aufwendig. Das ist mir wirklich zu aufwendig. Darum, ja, ich gebe das Geld gerne aus. Sie sind nicht billig, sie sind wirklich teuer. Aber ich gebe es gerne aus für so wunderschöne, tolle Blumen. Ich zähle euch jetzt nicht jedes Set einzeln auf, aber grundsätzlich, was ich mir bestellt habe, sind diese Set hier, das sind so ein Halloween angehauchte, weil ich so ein, zwei Halloween-Herbstprojekte im Kopf habe. Und da haben mir die Farbe einfach wahnsinnig gefallen, vor allem weil es noch schwarz dabei hat, aber gleich noch orange, rosé. Also gleich noch so etwas farbig, fröhliches und gleich mega passend zur Jahreszeit. Ja, darum, da habe ich schon coole Ideen, aber das wird dann sicher zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr Thema sein. Da passt eigentlich nicht so drin. Genau, daneben haben wir hier noch so Pastellen gekauft in Rosé und ja, was ist das so? Peach, Apricot. Finde ich auch sehr, sehr schön. Habe geschaut, eben ein bisschen auf verschiedene Grössen zu achten. Und hier, die habe ich für nichts Spezielles gekauft, aber einfach, weil mir die Farbkombis gefallen haben. Ja, werde ich auf jeden Fall können brauchen. Die hier sind natürlich mit die grössten. Hier ist cool, hat auch noch so Knöpfe dabei, die noch zu sind, wo man wirklich mega schön Sachen arrangieren kann. Weiter zu den Blumen, oder auch bei den Blumensachen, habe ich die hier gehabt. Das sind eigentlich Pollen. Also die Pollendinger, die ihr hier jeweils in der Mitte seht, das sind eigentlich Sättige. Wer natürlich denkt, wenn man selber Blumen machen würde. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich habe mir gedacht, das könnte gleich mega cool aussehen, wenn man irgendwo Blumen drauf tut auf einem Mixed Media. Einfach so als Akzente, wenn man die vielleicht noch auseinanderschneidet und noch so hier und da nebendrein steckt. Also insofern werde ich die zweckentfremden. Und haben wir jetzt mal die drei Päckchen gekauft. Gold und Silber geht eh gang. Und die da, die haben so eine, ich weiß nicht, ob man das sieht. Die haben wie so einen Frost. Effekt drauf, so einen Glitzer-Frost-Effekt, was mir mega hat gefallen. Ja, insofern ganz viele neue Blumen, ganz viel Geld verlochert, aber mega, mega, mega schön. Und wenn man halt ein grösseres Mix-Media-Projekt macht, gehen halt gleich immer etliche Blumen weg. Darum, ja, habe ich wieder mal aufstocken. Ja, was ich weiter habe gekauft an Verbrauchsmaterial Enamel Dots, Glitzersteine, Perlen, ganz viel. Weil, ich kann euch das schnell zeigen. Ich habe ja hier mein super improvisiertes Fächli, aber es verhält so weit mit meinen ganzen Glitzersteinen und Enamel Dots und so weiter, so ein bisschen nach Farben sortiert. Oder hier Rainbow, so Special Sachen hier noch am Schluss. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich habe halt viel so gleiche und ähnliche Farben, die ich ganz viel immer wieder brauche. Und ich habe einfach nicht mehr so viel. Es sieht zwar noch viel aus, aber tatsächlich, ja, gehe viel zur Neige oder habe ich gar nicht mehr. Aber ich dachte, ich muss mal wieder nachher bestellen. Was ich wieder habe bestellt, die habe ich schon, sind die herzigen Herzli. Also, die finde ich wirklich, sie von Doodlebug, ihr wisst, das ist sonst nicht viel von Doodlebug halten, aber die Herzen sind wirklich, wirklich herzig. Haben ganz einen schönen Glanz und sind mega süß. Was ich auch viel brauche, ist, dass ich die auf kolorierte Stempelmotiv direkt draufklebe. Zum Beispiel, wenn ich einen Bär koloriert habe, dass ich noch ein Herzchen auf den Bauch klebe oder so. Oder einem Dino noch ein Herzchen irgendwie auf die Pfütlerbacke klebe oder so. Also wirklich, oder echt sonst als Deko, die finde ich ganz, ganz, ganz herzig. Auch die Farben natürlich traumhaft schön, in den Rainbow-Farben. Gleich nicht so knallig, es hat auch so ein bisschen pastelligere Farben. Jetzt geht hier das Rosé zum Beispiel. Aber ja, man hat alles, was man braucht. Darum die ich unbedingt mit müssen. Dann, was ich echt Fan bin, ist von Spellbinders. Die haben ganz, ganz, ganz eine schöne Linie mit selbstklebenden Steinen. Also wirklich, da bin ich schwer begeistert. Die muss noch heute ein bisschen genauer zeigen. Ich habe mich einmal entschieden für einen Goldmix. Einfach weil ich Gold, ehrlich gesagt, nicht viel habe. Also es ist jetzt nicht knalliges Gold, es sind aber sogar zwei verschiedene Gold. Seht ihr euch das? Ich muss schnell aufstehen. Das ihr da seht, was ich euch zeige. Also ihr seht es hier unten, das ist ein bisschen dunkler und oben ist es etwas heller. Aber das finde ich natürlich auch mega cool, dass man auch innerhalb von einem Pack variiert zwischen zwei verschiedenen Farben. Nein, die da hier, Leute, ich bin fast durchgefallen. Ah, die sind schön. Das Set heisst Crystal Mix. Auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Farben. Also ich kann eigentlich gar nicht sagen, welche das ich schöner finde. Wirklich traumhaft, traumhaft. Also ich glaube, von denen, die habe ich mir definitiv nicht das letzte Mal gekauft.
Hier, die habe ich schon gehabt. Die habe ich mir schon mal gekauft. Das ist jetzt alles die gleiche Farbe. Das ist einfach pink. Aber auch ganz was Schönes. Ja, ich würde fast sagen Altrosé. Und er halt auch von den Grössen her. Es sind vier verschiedene Grössen insgesamt. Also hier ganz rechts aus hat er die ganz grossen. Dann hier hat er zwei Reihen mit der zweitgrössten. Hier zwei Reihen mit der drittgrössten. Und hier noch drei Reihen mit der ganz kleinen. Also auch coole Verteilung insgesamt von den Grössen. Ja. Weil ich finde, so drei verschiedene Grössen braucht es eigentlich immer. Drei braucht es, vier sind perfekt. Nein, die haben mich echt auch geflasht. Die sind ganz schön, heisst Prism AB. Ich weiß nicht, warum AB, aber die haben relativ blauer ausgesehen, als sie sind. Also vielleicht, wenn ich so habe, so hat es ausgesehen, aber ihr seht, also die haben ganz einen coolen Schimmer noch drin. Und schimmern wirklich ganz viele verschiedene Farben, wenn man sie kippt. Also die haben mich sehr positiv überrascht. Haben nicht so cool ausgesehen, wie sie sind. Dann habe ich hier Aura AB. Das ist primär so ein Gelb, aber auch hier, es funkelt noch in Blautönen, in Violetttönen, je nachdem, wie man es kippt. Mega, mega hübsch. Und hier habe ich noch Opal. Das sind wahrscheinlich hier die oberen. Das realisiere ich auch erst jetzt. Hier haben wir den Mix. Wahrscheinlich könnte man die da unten auch noch einzeln kaufen. Und hier haben wir eines nur die. Ja. Das sieht wirklich so aus. Die sind auch mega, mega schön. Nicht so aufdringlich halt, weil nicht so quietschenfarbig, aber gleich mega schöne Akzente. Und auch hier hat man wieder ganz viel Farbe, je nachdem, wie man es kippt. Dann, was ich weiter gekauft habe, ist von Studio Light. Die zwei Pack. Das habe ich leider nicht gesehen. Das sind wieder so Streifen. Das habe ich eigentlich nicht gern, weil ich muss die Dinge auseinanderschneiden, weil ich die Steine einfach einzeln brauche. So, also so als Linie. Das brauche ich eigentlich nie, abgesehen davon. Auch wenn ich es als Linie brauche, sieht man die ganzen Klebstreifen da dazwischen. Finde ich nicht schön. Darum werde ich die halt verschneiden. Das habe ich nicht gesehen. Aber die Farben haben mir halt gefallen. Gut, von diesen Farbtönen habe ich ja nicht mehr so wälz viel. Also so das, Violett und Dunkelblau. Und auch hier hat es immerhin drei verschiedene Grössen. Und hier, da bin ich auch wieder ein bisschen beim Halloween gsi. Auch hier wegen Grün, Gelb, Gold, Orange, so. Ja, muss ich schauen, für was ich es brauche. Natürlich sicher auch für andere Projekte. Und was ich auch noch mitgenommen, die habe ich eigentlich auch ganz gerne. Hier von Open Studio, die sind auch relativ günstig, glaube ich. Ihr seht, es sind insgesamt 300 Steinchen, halt alle die gleiche Grösse. Aber manchmal, wenn man noch irgendwo muss füllen muss, oder wenn ich zum Beispiel einen Hintergrund habe mit Blumen und überall in Blumen Mitte, wo das Steinchen tue, für einen kompletten Hintergrund, dann braucht es schnell mal 10, 20 Steinchen. Ja, und dann finde ich das eine super Alternative, eben weil es nicht alle Welt kostet, weil man gleich eine ganze Farbpalette hat. Ja, insofern finde ich die auch relativ cool. Dann das Letzte, was ich noch gekauft habe, an Steinen, sind die hier. Das war auch so ein Halloween-Pack. Ich habe noch gefotet, ich blende es hier mal ein, weil ich die schon umgefüllt habe. Die sind eigentlich auch nur so in Plastiksäckchen gekommen. Ich bin mir extra so Döschen gekauft. Das sind, glaube ich, 20 ml oder 15 ml. Ich weiss, es geht nicht mehr, 15 oder 20. Genau, die passen da perfekt rein. Es war auch ein Vierer-Pack. Die kleben nicht. Also da muss man wirklich drauf tun und sie selber drauf kleben. Ich sehe das in vielen Videos immer wieder, dass Leute eigentlich nicht mit Serien arbeiten, die selbstklebend sind. Sondern eigentlich nur Särge haben, die wirklich losen sind, die man selber kleben muss. Ich dachte, ich probiere es jetzt mal, weil natürlich ist das deutlich günstigere Variante als selbstklebende Steine. Das ist sonnenklar. Ehrlich gesagt sind die aber oft einfach gäbiger, wenn es schnell muss gehen. Und darum bin ich halt sehr anfällig für Särge Sachen. Aber jetzt dachte ich, probiere es mal. Und das war wirklich eine Kombi, die mir wahnsinnig gefallen hat. Gerade die schwarzen, also die sind mega, mega schön. Und dann habe ich eben gedacht, das wäre super, wenn ich das in so Döschen umfüllen kann. Also die sind schon hübsch. Es sind auch ganz verschiedene Grössen drin, was natürlich auch wieder einen schönen Verlauf zulässt, wenn man die punktuell aufklebt. Hier haben wir wirklich auch wieder so ein Orange-Gelb. Also es sind wirklich schöne Farben und haben mich eben sehr an das hier erinnert. Darum habe ich sie eigentlich näher auch genommen. Auch hier das Pink, Rosa und dann hier hat man noch das Gelb. Also ich finde wirklich, wenn man das jetzt nebeneinander legt, das passt perfekt, obwohl es eigentlich nichts miteinander zu tun hat, glaube ich.
Ja, jetzt Marke geht schon wieder nicht mehr vor Augen, aber ich glaube, es ist nicht von der gleichen. Ja, insofern, ja, das zu meinen Steinchen. Ich freue mich, habe ich jetzt wieder aufstocken. So, weiter habe ich mir noch so ein Cardstock-Frames-Set gekauft. Das ist einfach Cardstock, es sind einfach Rahmen. Ihr seht sie hinten drauf. Ganz viele verschiedene Rahmen in verschiedenen Grössen, Formaten. Natürlich auch für Mixed-Media-Projekte oder vielleicht auch mal auf ein Kärtchen. Ich werde es sehen, die haben hier so geneigt. Das ist natürlich nicht richtig geneigt, das ist nur aufgedruckt, aber sieht aus wie geneigt, auch mit verschiedenen Papieren, da mit dem gestreifelten überall. Habe ich auch echt cool gefunden und ja, da freue ich mich, die zu brauchen. Dann habe ich mir noch von All & Create Tags gekauft. Ist nicht so, als hätte ich nicht schon viele Tags, aber irgendwie kann man nie genug Tags haben. Und die haben mir es mega angetan. Eigentlich primär der da hier. Gut, ja, aber der da wegen dem coolen Rand. Also, der hat mir einfach gefallen. Den habe ich echt schön gefunden. Oder auch hier mit diesen ausgefransten Rändern. Finde ich wirklich, wirklich schön. Ich habe die jetzt noch nicht aufgetan, also noch nicht gebraucht. Aber auf die freue ich mich sehr. Ich habe auch wieder so eine gebige Grösse, wo man auf ein Kärtchen noch tun kann, wo man aufeinander stapeln kann. Es hat hier noch so einen Stern, ein Rot und ein Kreischen, wo auch so die gleich ausgefransten Ränder haben. Ja, also finde ich echt cool. Dann habe ich mir noch von Mama Elephant, wie gesagt, ganz ohne Stanze bin ich doch nicht aus dieser Bestellung rausgekommen, das Polaroid Tagset gekauft. Das habe ich schon ganz lange gesehen und habe es immer so herzig gefunden. Hat aber nie Priorität gehabt und jetzt habe ich es mitgenommen. Einfach, ja, ich habe auch Quadrat- und rechteckige Stanzen, aber es hat mir wie nie, wenn ich es selber probiert zu machen, so die perfekte Polaroid-Form gegeben. Darum habe ich jetzt gedacht, ich nehme es jetzt einfach mit und hier jetzt noch das Klemmerli, das man oben dran klippen kann. So eine Streifen, die aussieht wie ein abgerissenes Washi-Tape. Also ich habe da schon unherzige Kärtchen gesehen. Und auch hier natürlich nochmal in kleiner, noch mit Herz und hier noch mit so einem Banner. Also da freue ich mich mega, mega fest, das zu brauchen. Und Leute, das Beste zum Schluss. Ich habe die Tags hier gesehen. Das ist von Studio Light. Also speziell Art by Marlene. Und ich habe die Tags gesehen und dachte, okay, die sehen mega cool aus. Auch wieder wegen dem Rand hier. Und ich dachte, ja komm, die könnt ihr ja mitnehmen. Und ich habe schon bei Kreativbund auf der Homepage gesehen, dass die echt gross sind. Dass die wirklich gross sind. Und ich habe mir schon eine Vorstellung können machen, wie gross das etwa muss sein. Aber Leute, nein, es ist so geil. Zieht nach innen, wie gross der Tag ist. Der hat nicht mal Platz hier auf dem Video. Er ist riesig. Also, meine Hand hat locker anderthalb Mal Platz. Es ist ein riesen Tag. Ich halte ihn hier mal seitwärts. Ich glaube, den seht ihr nicht. Ich musste noch ein bisschen lachen. Also, ich weiss noch nicht, ja, für was ich einen Knall brauche. Also, mal, ich habe schon Ideen. Aber er ist echt grösser, nur als ich gedacht habe. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen riesen Tag gesehen, aber ich feiere ihn schon ein bisschen. Also das ist ja wirklich schon ein Geschenk für sich, wenn man so etwas macht, wirklich. Und als Geschenk anhängen, dass das in einer Relation steht, braucht es also der recht ein grosses Geschenk. Auf jeden Fall, ich bin ein absoluter Hit. Man kann ihn auch wirklich eben cool kombinieren. Es hat hier die Basisstanze, dann eins für drauf, mit Schlitzen drin, wo man dann da wirklich den kleinen Tag kann gestalten und kann reinstecken oder... Ja, ich habe schon Ideen, dass man natürlich auch Geschenkkarten reinstecken kann oder einen Gutschein oder was weiß ich. Also ganz viele Möglichkeiten und auf das Ding freue ich mich also wirklich sehr. Einfach weil es völlig Norm sprengt von den regulären Tags, die man kennt und so riesig ist. Ja, darum mit das Beste zum Schluss. Ja Leute, das war es. Mein kurz Haul zu all diesen Sachen. Ich verlinke euch natürlich alles unter, blende euch alles ein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr, sehr gerne. Schreibt mir in die Kommentare. Ich wünsche euch ganz, ganz ein schönes Wochenende. Habt es gut und wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen basteln. Tschüss!